zusammen ein neues Video. Wir haben uns hier so ein paar Sachen zusammengesucht und ich habe mir ein bisschen Hilfe gesucht. Neben Magnus! Hi! Moin! Wir machen Chemolumineszenz. Was ist das? Chemolumineszenz ist ein Versuch, halt, bei dem zwei bestimmte Lösungen ineinander gekippt werden und die erzeugen dann ein. Okay. Und wie machen wir das jetzt? Also, wir haben das jetzt schon so dekoriert. Destilliertes Wasser und ein Teil der Endlösung, also wie hier auch nochmal ein Teil der Endlösung. Und zwar tun wir die beiden Teile der Endlösung jetzt mal weg. Und dann versuchen wir aus den beiden Lösungen hier jeweils die beiden Lösungen anzumischen. Und das tun wir halt, indem wir 50 ml von jeder Lösung zusammen mit destilliertem Wasser nehmen. Jetzt geben wir das hier rein, destilliertes Wasser. Was kann ich machen? Sag mir. Ja, das nächste ist was an die andere, 450. Okay. Wir machen 450 hier rein. Jetzt kippen wir das beides mal zusammen. Super schnell wieder verblasen. Ja, weil wer zu wenig Wasserstoffperoxid drin hat. Und es raus. Raus? Wusste ich gar nicht. Fehlt keine Messerzerne für meine Schuld. So, und jetzt, nun sehen wir, dass dieses Kaliumhexazurat, sollte man nicht zu viel. Cyanferrat, das Eisen drin, Ferromagnetum auch. So, ich komme mal zu euch, zu der Kamera. Und hier sehen wir, dass unser Schöner oder unser Magnus ein bisschen zu viel reingetan hat. Aber macht ja nicht. So, was hat das gerade ergeben? Wir gehen in die Ecke heute. Sag mal zu. So, nein, Spaß beiseite. Dieses Kaliumhexazurat wirkt was? Kaliumhexazurat, das ist ein. Also. Das da rein und das ergibt das, was ihr gerade gesehen habt. Das war's. Wir sehen uns nächstes Mal, wenn es wieder heißt Boom, Bang, Tralala. Wenn es heißt, dass wir Chemie nicht können. Ja, genau.